Sportliche Leistungen, begeisterte Zuschauer und herrliches Wetter. Das war das Pfingstturnier 2019 am Sportplatz Mansfeld. Seit ein paar Jahren findet es schon statt, das Pfingstturnier des SC Mansfeld. Man traf sich also in der Mansfelder Jägerhausgasse. Und so spielten die U8, 9, 10 und 11 und schenkten einander trotz der Gluthitze nichts. Wir machen das jetzt mit der Nachwuchsturniergeschichte sicher schon 5, 6 Jahre. Das ÖMV Boreal ist Pfingstturnier der Nachwuchskicker. Das heißt, das Ganze darf sich jetzt auch schon Tradition nennen? Das darf sich schon Tradition nennen, ja. Das freut uns schon, ja. Was glauben Sie, macht dieses Pfingstturnier so beliebt? Ja, wenn es wieder so ist wie heute, ist das sehr beliebt. Wir haben natürlich andere Zeiten auch schon gehabt, wo es wieder nicht so mitgespielt hat. Aber das ist die ganze Tradition. Unser Nachwuchs kommt zum Spielen, wir laden viele Nachbarvereine ein. Heute haben wir zum Beispiel eine Mannschaft aus Ungarn da gehabt, also international, klein, aber fein international. Und das ganze Gefüge da beim SC Mansfeld, wir sind ein kleiner, feiner Familienverein, das macht das Ganze aus. Ja. Da waren schon ganz, ganz tolle Aktionen dabei, ein paar tolle Schüsse, jetzt gerade da in der U11 habe ich mir angesehen. Also die sind wirklich ganz gut drauf. Natürlich soll der Spaß auch im Vordergrund stehen, aber die Burschen sind teilweise wirklich ehrgeizig und das gehört nun einmal auch zum Sport dazu. Wie wichtig, glauben Sie, sind solche Turniererfahrungen gerade für so junge Spieler? Ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, auch diesen Modus und nicht nur ein Meisterschaftsmatch auszutragen, sondern auch wirklich ein Turnier, nämlich auch dazwischen sich wieder zu sammeln, wieder für das nächste Match sich vorzubereiten. Auch das ist ein wichtiger Punkt und gehört einfach zu einer guten und vernünftigen, soliden Ausbildung dazu. Bei der Hitze spielen die Buben relativ brav und auch Mädchen. Wir haben ja sehr viele Mädchen auch in den Mannschaften drinnen. Nein, das kann sich sehen lassen. Ein paar Kicker sieht man schon, die bewegen sich richtig, die spielen wirklich gut. Auch beim SC Mansfeld haben wir ein paar gute Nachwuchskicker und wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen. Ja. Gibt es irgendetwas, auf das Sie persönlich jetzt besonders viel Wert legen? Ja, wir legen viel Wert auf die Zusammengehörigkeit bei uns. Wie gesagt, dass wir ein kleiner, feiner Familienverein sind. Es müssen alle zusammenhalten. Da oben geht zum Beispiel ein Tischorama und das alles. Also wir sind mit unseren Kapazitäten, könnte ein bisschen mehr sein von den Helfern her, aber wir bringen das jedes Jahr rüber. Und ich glaube, die Leute freuen sich, dass das so ein schönes, gelungenes Fest ist, jedes Jahr. Eine Traditionsveranstaltung, wo vormittags die jüngeren Burschen und nachmittags die bisschen größeren ein Turnier austragen, das immer umrahmt ist von viel Aktivität seitens des Sportclubs. Es gibt zum Essen, zum Trinken, meistens gibt es Sonnenschein, so wie heute. Und eigentlich bewegt es sich den ganzen Tag und so, ich glaube, 3/4 Mansfeld ist da und auch ganz viele Leute erschwächert sind da, weil es einfach eine schöne Veranstaltung ist und man sieht, wie aktiv hier für den Verein auch gearbeitet wird und das sollte man hochleben lassen. Wie gefällt es euch denn bisher? Recht gut, ja. Ja. Habt ihr denn schon gespielt? Ja, einmal. Wie war denn das? Anstrengend. Gut, aber wir sind 5. Platz geworden. Und von uns die andere Mannschaft ist 6. geworden, weil wir waren auf 2 Teams auch aufgeteilt. Aber eine Medaille gab es ja trotzdem offensichtlich. Mhm. Der erste und der zweite Platz, das waren die einzigen, die einen Pokal gekriegt haben. Wie ist denn die Stimmung heute? Die ist heute dem Wetter entsprechend sehr sonnig. Und es ist bei den Spielen zum Glück nicht hitzig. Wir haben da lauter Schiedsrichter, haben angefordert vom Verband, also da passiert auch nichts, dass man da Probleme hat mit den Spielleitungen. Nein, also es rennt heute sehr gut.